Ein Moskauer Gericht verurteilt den festgenommenen russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny zu einer Arreststrafe von 15 Tagen und zu einer Geldstrafe. Für die Organisation der nicht erlaubten Demonstrationen der Hauptstadt am Wochenende muss Nawalny 20.000 Rubel zahlen, umgerechnet 320 Euro. Die Begründung der Richterin: Der Protest im Zentrum Moskaus habe den Straßenverkehr aufgehalten und die öffentliche Ordnung gestört. Die 15 Tage Haft gibt es, weil sich Nawalny nicht den Anordnungen der Polizei fügt, als er bei seiner nicht angemeldeten Kundgebung festgenommen wird. Landesweit gehen am vergangenen Wochenende nach einem Aufruf des Putin-Gegners und Bloggers Nawalny zehntausende Menschen auf die Straße. Das Regime greift mit eiserner Hand durch. Alleine in Moskau werden laut Menschenrechtsaktivisten mehr als 1000 Menschen festgenommen, darunter auch zahlreiche Minderjährige. Die Polizei räumt 600 Festnahmen ein. Auch in anderen Städten werden Dutzende Demonstranten aus dem Verkehr gezogen. International gibt es scharfe Proteste am Vorgehen der russischen Polizei und Justiz. Präsident Wladimir Putin bezeichnet am Montag den Einsatz hingegen wenig überraschend als völlig korrekt.